Hey, ja. Hier ist der Stuppen. Willkommen zurück zu The Suffering, zur Fortsetzung des Spiels. Beim letzten Mal waren wir in der Nervenheilanstalt und haben es dort mit Dr. Killjoy zu tun bekommen, der uns testen wollte. Ja, ob wir den Test erfolgreich abgeschlossen haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ihn halt vertrieben, weil wir die Projektoren vernichtet haben. Und wir können weitermachen jetzt hinter dem... hinter der Nervenheilanstalt, wo wir auch uns ja selbst gesehen haben als Monster. Und ja, wir machen jetzt weiter. Deswegen würde ich sagen, wir setzen fort mit dem Level Ein einsamer Ort zum Sterben. Ja, wir sind da, wo wir aufgehört haben. Da sind wir rausgesprungen. Ja, gut, guck mal, was uns hier so erwartet. So. Machen wir das nochmal hier. Und hier ist wieder los. Okay, die sind von uns weg, das ist gut. Aber hier? Ah. Okay. Oh, da ist auch was. Noch besser. Revolvermunition. Sehr gut. Es war draußen jetzt, außerhalb dieses Gebäudes, aber ich fühle mich nicht gerade wohler dabei. Warum ist das immer so in dem Spiel? Maschinengewehr-Munition hat man hier, aber brauche ich alles gar nicht. Okay. Mal hier. Ich fühle mich hier nicht so wohl bei. Hier wird er uns nie finden. Was? Und jetzt wieder los. Er ist vielleicht größer, aber wir sind cleverer. Okay. Erwisch deine Spuren. Hallo. Die habe ich schon. Die haben wir schon mal letztes Mal eingesammelt. Okay, bin ich wieder hier oder was? Ja. Hier ist immer am Kreis oder was? Okay. Dann gehe ich mal nach rechts. Hier wird er uns nie finden. Okay. Wollen Sie mit uns spielen, Tag? Was soll ist das denn? Oh Gott. Das macht mich wieder total kirre hier. Ich mag das nicht. Gehen wir mal hier wieder raus. Och nee. Oh, ihr wisst. Noch einer. Hallo? Ist der Maulwurf? Mr. Maul! Kommen Sie aus Ihrem Versteck raus! Das war nix. Mr. Maul, komm her, Mr. Maulwurf! Ja, warum haben wir auch dabei gedacht? Bei mir gerade auch. Komm her, Mistvieh. Also. Geht doch. So. Noch einer? Noch einer. Ach.
Hat aber auch funktioniert. Puh. Nicht sehr angenehm. Weil eine Pistole, wenn man auf den Kopf schießt, dann geht das auch ein bisschen mehr effektiver gegen die, aber wir müssen jetzt wohl hier raus. Ich kann auch nochmal da hinten hin und mir diese Zombie-Flasche holen. Die Zeit muss ja auch sein. Wir sollten sowieso nicht hetzen, hä? Ich hier Notiz. Was war das denn? Ratten? Ich hier Notiz. Im Gefängnis fühlst du dich zu Hause, Tork. Aber in welchem? Albert? Oder in dem, das du dir selbst geschaffen hast? Geh zuerst nach Albert zurück, wo ich dir meine Erkenntnisse präsentieren werde, und dann sehen wir weiter. Geh, die Zeit ist gegen uns. Killjoy. Der kann sogar Briefe schreiben? Das ist doch nur ein Geist? Zumindest dachte ich das. Wir müssen wieder zurück nach Albert? Eigentlich nur noch weg aus Albert. Nun ja. Ihr gefriert die Hölle zu, bevor ich mich euch Dämonen ergebe. Noch mehr Ratten. Was sind so Ratten, die Gründe angreifen? Was ist jetzt los? Warum Ratten? Ich war eigentlich über die sogar. Tut mir leid, wie alle das war Tierquälerei, aber was hat er denn für ein Vieh? Das waren aber nicht diese Schätze, ne? Sehen nicht so aus wie die. Sehen nicht so aus wie diese Scharfschützen. Okay. Und hier. Ach du Scheiße. Ich bot Ihnen eine schöne neue Welt. Schade, dass so wenige meiner Patienten überlebten, um sie zu sehen. Meine Güte, dieses Spiel ist ja Wahnsinn. Es macht mir einen Wahnsinn nicht. Ich kann es so oft wiederholen, aber so, es macht mich verrückt. Und es bannt mich immer nervig zu mir an, muss ich zugeben. Ich bin immer noch ein Hasenfuß, ich merke das ein Teil wieder in dem Spiel. Wie ich mich immer unwohl fühle, wenn ich dieses Spiel spiele. Und nicht zu lange spielen kann, sowas. Ein Level reicht mir wirklich aus, immer. Ja, oder nicht? Oh nein, jetzt geht's wieder los. Warum treffe ich den nicht? Okay. Er lebt noch. Aber. Oh, das war der letzte Schuss. Oh, Mann.
Oh. Ah, oh Mann. Kann ich da rein, ist die Frage? Nein, kann ich nicht. Oh. Okay. Komm denn her? Aha, man kann jetzt ein Loch reinwerfen. Jetzt habe ich das kapiert. Man kann ja doch rein. Man kann ja auch ein Loch reinwerfen. Wo kommt der überhaupt her? Gute Frage, die ich mir gerade stelle. Ich wollte doch mal hier hin. Aha, guck, was hab ich hier übersehen? Aha, ach, guck mal, an. Hab ich was übersehen? Sergei Stash. Live and let laugh. Ach, Sergei ist ja, den wir im letzten Mal auch kennengelernt haben. You want? Take some, but only what you need. Please, Sergei. Ob Sergei noch lebt? Ich glaube nicht, dass er lange überlebt hat. Oh. Oh. Ja. This is the enemy. Aha. Okay. Hab ich gar nicht gesehen hier. Hab ich von hier unten gesehen. Dass da was ist, sowas. Ich dachte, ich hätte von unten gesehen. Hier war ich. Dachte, war wahrscheinlich das wirklich. Hm, Glück gehabt, dass ich das gesehen habe. Na gut, weiter geht's. Oh Gott. Unheimliches Spiel, ey. So. Haben wir hier? Tom, hörst du mich? Wie bin ich hier runtergekommen? Du warst nicht da, um mich zu retten, aber... Das ist okay. Du hast es versucht. Du hast es immer versucht. Es gibt keinen Ausweg. Aber ich liebe dich noch immer. Hm? Okay. Abgeordnetes Haus. Man hier? Sie sollten niemals mit Feuer spielen. Es ist gefährlich. Was soll ist das los? Na, sollte über den nehmen. Oh, das war nix. Okay, wie komme ich hier raus? Nimm ja. Ey! Verdammter Mist! Der ist hier nie mehr auf. Da noch einer. Das wäre dann auch noch so ein Viech auch noch. Ah! Hab ich fast selber erwischt. So. Okay. Was ist das? Wie komme ich jetzt hier raus? Benzinkanister. Aha.
Aha. Haben Benzinkanister. Molotow-Cocktails habe ich jetzt auch. Okay, ich habe auch was anderes noch freigeschaltet, ne? Und zwar da. Mal gucken, wo man das denn. Da ist es. Abgebranntes Haus. Auch wenn ich nur sehr wenig über dieses alte Haus weiß, faszinieren mich seine Ruinen. Das kleine Haus stammt scheinbar aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und ich denke, es ist sicherlich älter als die Nervenheilanstalt. In der Nähe befindet sich ein alter Brunnen, der besonders tief zu sein scheint. Da das Haus niedergebrannt ist, fragt man sich zwangsläufig, ob nicht Carnate selbst versuchte, die Menschen zu vertreiben, die darin wohnten. Wenn man an solche Dinge glaubt. Ja, an solche Dinge glaubt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ein alter Brunnen, ja, da haben wir wieder eine Vision gehabt von unserer Frau. Warum zum Teufel, warum auch immer? Wollen wir jetzt hier runter? Ich glaube so. Ja, wir haben einen Benzinkanister gefunden. Das ist, glaube ich, gut für einen Flammenwerfer. Aber kann ich damit irgendwann anfangen? Ich glaube momentan nicht, ne? Habe ich hier einen Flammenwerfer-Instruktionen, aber keinen Flammenwerfer. Na gut. Da fehlt mir noch was für. Naja. So. Okay. Ich weiß nicht wieder was. Aha. Einer mal erwischt. Wer? Auch erwischt. Okay. Haben wir hier? Und hier? Was ist so? Scheiße! So leicht zu verführen. Aber du weißt ja, Tork, alles Erstrebenswerte hat seinen Preis. Ah, ein Flammenwerfer! Super! Wohl nur für extreme Fälle, denke ich, aber. Nee, das war's nicht. Das war's. Und doch diese Taste. Nehmen wir die mal in den dunklen Gängen hier. Ich finde überall immer mehr von diesen Monstern. Komme ich denn nie von dieser Insel fort? Ja, keine Ahnung. Okay. Hier ist nix. Ah ja, der Flammenwerfer jetzt voll. Er trefft auch nie, ey. Was? Wo ist andere? Wo ist andere? Und noch ein zweiter. Was zur Hölle? Die steht wieder auf. Okay. Da war ja auch eine Falle, ey, von diesem Gastypen. Plötzlich fängt es an zu vergasen, Bruder, plötzlich vergast, ey.
Na gut. Brauche ich nicht? Ich brauche noch nichts weiter. Nur wo ist ja hoch? Dafür Blut überströmt, wie wir sind. Ah, übel. Skizzenbuchseite. Molotow-Cocktails voll. Kann man mal irgendwann nehmen? Warum man nicht? Ah, Skizzenbuchseite. Was ist denn eine Skizzenbuchseite? Diesen mit Klingen bewaffneten Monster wüteten früher schon auf bösartige Weise. Und jetzt scheinen sie wieder auferstanden zu sein. Augenscheinlich muss man ihnen, egal mit welchen Mitteln, den Kopf abtrennen, damit sie für immer verschwinden. Wenn dieser einfache Trick doch auch bei den Altermonstern funktionieren würde. Was ist ein Altermonster? Oder ist das Elite? Nee, Elite ist das nicht, ne? Da fehlt ein L. Aber vielleicht könnte es auch Elite-Monster heißen. Der Eitermonster. Macht natürlich keinen Sinn, Eiter. Gut, vielleicht sind sie auch vereitert, vielleicht, weiß ich nicht, aber. Ja. Oh nein, denn. Meine Güte. Ja, da nächste Mal nehmen die mal wieder auf. Dankeschön. Vorsicht agieren hier. Uff. Ist das wieder ein Trip hier? Ist das wieder ein Trip, sag ich mal? So, hier. Haben wir irgendwas abgeschossen zum Glück. Ja. Muss ich auch einen Kopf abballern und nehmen. Oh, stehen die auch wieder auf. Ich glaube, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass sie das tun. Ach, hier waren wir eben, ne? Okay. Da gibt's Zombie-Umfleisch in. Oh nein! Geh weg! Glück gehabt, ist auch nichts passiert mit uns. Oh meine Güte. Puh, ich hab zwar die Flamme vorbei bald und erstmal für extreme Fälle benutze ich den sicherlich. Sicherlich eine bessere Idee, ja? Für schlimmere Situationen. Und hier weiter. Rotfindmunition. Na dann. Hallo? Los, Daddy! Du willst nie mit uns spielen. Was? Es ist schön hier, Daddy. Okay. Na, weg vom Wasser geworfen. Ich hält, ey. Das haben wir da noch. Damit hier keiner mehr aufsteht.
Aha, das geht an, funktioniert auch mit denen. Ja. Haben wir voll zerfetzt. Und nie wieder passiert. Das war eine ziemlich doofe Idee, ne? Hinter den Kindern, hinter noch einer. Ah, lass mich hier in Ruhe, verdammter Mist. Hab mich dran hoch... dran hochgeschossen. Oh, was war das denn hier, ey? Okay, die Spritzen hier. Abbott State... Penitentiary. Nee. Penitentiary, ja. State of Maryland, Department of Corrections. Okay, gibt's hier irgendwas noch zu sammeln? Oh. Meine Güte, okay, was muss ich jetzt machen? Hier geht's mir gar nicht weiter. Alter, das ist ein Trip in dem Spiel, immer wieder. Einfach nur blanker Wahnsinn. Wir werden auch in den Wahnsinn getrieben hier. Und da hoch, ne? Kino, wie mache ich das? Frage mich gerade. Hab keine Ahnung. Kann ich irgendwas machen hier mit dem Fahrzeug? Ja, man kann damit was machen. Ich heb's jetzt hoch und dann fährt es los. Das dachte ich mir jetzt fast. Da kann man ja auch da hoch, vermute ich, ja? So. Okay. Zurück ins Meer, ihr maritimen Monster! Wer ist denn das? Ja, wer auch immer es ist, wir werden es wohl nicht erfahren. Jetzt noch nicht. Nee. Hier ist keiner. Gut, wir haben ein Level abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Puh, das war wieder was. Denkt an die Kommentare und dann die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.